Ich frage mich, Prost. Auf dem Tisch mit Licht ist etwas. Ja, das hatten wir ja schon gesehen gehabt. Ist das der Chip? Nee. Chip sieht ein bisschen anders aus. Aber das hatten wir schon. Das hatten wir schon alles durchgeguckt gehabt hier. Ich glaube auch nicht, dass uns das Spiel hier nochmal zurückführen würde. Ich glaube, wir waren eigentlich bei dem Computerbereich eigentlich schon richtig. Aber da unten gehe ich doch nie wieder rein, mich bekloppt. Auf gar keinen Fall. So, dann schauen wir mal. Können wir den Chip vielleicht jetzt hier einsetzen, jetzt, nachdem wir da kopiert hatten? Mhm. Okay. Anscheinend nicht. Hm. Tja, wir können nur anschließen. Und dann gucken. Aber jetzt zeigt er immer an Fehler, ne? Fehler. Das heißt, da fehlt noch irgendeine Datei, die wir noch brauchen. Das kann ja nur am anderen Computer sein, aber wir haben ja schon alles durchprobiert. Kannst ja trotzdem nochmal versuchen. Hier war ja auch nichts. Oder müssen wir hier was tun, bei dem hier? Hä? Achso, weil ich wahrscheinlich mit dem Rücken zum Tisch stehe. Probieren wir es nochmal aus. Müssen wir mal gucken. Kann er nicht. Kann er nicht angehen. So, warte mal. Wir haben. Moment. Das machen wir zu. Das auch zu. Das auch zu. Dann geht es schneller. Da können wir nichts machen. Da können wir auch nichts machen. Netzwerk übertragen geht nicht. Scanraum geht auch nicht. Strand geht auch nicht. Geht auch nicht. Jetzt mal ausprobieren, ob wir kopieren können. Warte mal, Tankfluten auf den Stick kopieren. Übertragung abgelehnt. Fehlerhafte Daten. Scanraum ist schon drauf. Strand ist auch schon drauf. Das geht alles nicht. Das heißt, es ist nicht hier. Hm. Das heißt, wir müssen es irgendwo anders anschließen. Und vielleicht auch nicht hier. Bin ein bisschen überfragt. Muss man mal schauen. Dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm, die dumm. Was war das? Kann es sein, dass wir die Karte brauchen für den Hauptraum? Ich würde gerne lieber wieder unter Wasser gehen. Da war es irgendwie viel, viel gemütlicher. So, gucken wir mal. Vielleicht können wir hier an den Computer anschließen. Ah, was haben wir denn da? Standortstatus. Alle Systeme in Betriebsbereit. Hülle
Aha, intakte Panzerung. Karte, Hauptebene. Sie sind da. Ebene 1. Blackbox B in Ebene 2. Gottes Willen. Was? Du scheißt dir in die Hose? Und wie unterhalten uns? Übersaugen? Okay, übersaugen. Ist auch schön. Übersaugen sich zu unterhalten ist auch schön. Find someone who knows the security cipher. Mann, ey, fuck. Nicht saugen, ach saufen, ach so. Saugen ist auch schön. So. Also ich meine natürlich Staubsaugen, ne, ist klar. So. Ja, keine Ahnung, wo soll ich denn hin? Also ich bin ganz ehrlich, da möchte ich nicht nochmal rein. Weil, was war denn da unten gewesen? Wir hatten da unten einfach nur den Router neu gestartet. Der eine Raum war eine Sackgasse und der andere Raum lag die Leiche da in der Ecke mit den Servern. Aber da war ja auch kein Computer gewesen. Ja, hätte ich auch nicht gedacht am Anfang, dass so mal noch, doch noch so gruselig wird. Ja, saufen. Taschenlampe bringt auch echt viel. Muss man ja mal lassen. Prost zusammen. Hier war auch nichts, ne? Ne. Verdammt. Ich habe keinen blassen Schimmer, bin ich ganz ehrlich. Ich bin total aufgeschmissen. Wir sollen jemanden finden, der den Sicherheitscode weiß. Wen sollen wir denn finden? Da unten im Keller, da ist jemand. Den kann ich ja mal fragen. Den Knubbelfreddy. Wir nennen den einfach mal Knubbelfreddy. Vielleicht muss er noch irgendwas am Router machen. Kotux, du kannst ja gerne selber runtergehen, wenn du möchtest. Verdammt, ey, das kann doch nicht sein. Geh wieder in den Keller. Ja, muss ich ja notgedrungen, ne, um zu gucken, ob da was war. Hier haben wir ja alles ausprobiert. Nimm die Scheißkarte runter, Mann. Mann, nimm die Scheißkarte runter. Was hält er denn die ganze Zeit Karte jetzt in der Hand? Ist der doof oder was? Nimm noch die Scheißkarte runter, ey, sag mal. Ich glaub's ja wohl. So, jetzt steck die Scheißkarte ein. Geht doch. Was ein Bug. Wir wären wahrscheinlich die ganze Zeit mit der Karte so rumgelaufen, so. Ja, dann wohl oder übel. Vielleicht ist das Monster deswegen auch. Vielleicht ist der Knubbelfreddy auch deswegen rausgekommen. Weil wir vielleicht in einen anderen Raum müssen, wo die Leiche da an der Wand hängt. Das kann natürlich sein, aber man weiß es nicht. Wir gehen da freiwillig rein. Ich muss. ASV-Fan, ich muss. Keller Survival. Survival. So. Meinst du, dass es mir einfach das Omni-Tool gibt und damit ich da die Tür aufmachen kann? Nein. Nein. Tür ist auf jeden Fall noch offen. Ich bleib mal geduckt, ne? Die Treppe erinnert mich auch unheimlich an Outlast. Irgendwie, wo man hochrennen muss zum Schluss bei ersten Teil. Die Frage ist, ist es jetzt noch da oder ist es weg? Es sind alle Türen offen übrigens. Da drin ist es schon mal nicht. Sieht zumindest dann nicht danach aus.
Und vor allem, wie kann Knubbel Freddy ohne Arme Türen öffnen? Das würde mich mal interessieren. Knubbel Freddy, wo bist du? Mach hier mal die Tür zu, der scheint ja hier wieder drin zu sein. Ich glaube, der hat uns gehört. Ich glaube, Knubbel Freddy ist auf dem Weg zu uns. I will survive. La 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 la. Knubbel Freddy kommt. Geh weg, Knubbel Freddy, geh weg. Knubbel Freddy, geh weg. Geh weg, geh weg. Knubbel Freddy ist da. Scheiße. Geh weg. Bah, guck dir den mal an. Voll die Pickel hat er da. Wir wollen nicht singen hören, wir wollen nicht singen hören. Verschwinde, Knubbel Freddy. Scheiße, ey, vielleicht muss ich doch noch in den Pissraum, wo er da rauskommt. Bei ihm können wir ja nichts machen hier, ne, oder? Ja, der kommt, Knubbel Freddy kommt. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Scheiße, jetzt bin ich in der Falle. Der erledigt mich jetzt hundertprozentig. Knubbel Freddy kommt. Ja. I will survive. Jetzt kommt Knubbel Freddy und erledigt mich. Knubbel Freddy? Bist du da? Schau ihn doch an. Jammer habe ich doch gemacht gerade die ganze Zeit. Reicht's nicht? Ich habe das Gefühl, wenn ich ihn zu lange angucke, dann findet er uns. Freddy! Frei wie Falle, yeah! Freddy! Der ist hässlich, ne? Der sieht aus wie so ein... Naja, wie soll ich es beschreiben? Wie so ein Barrack ins Weiße Haus gebracht. Ja. Der haut aber auch nicht ab, ne? Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen, bitte? Wie soll ich denn bitte hier rauskommen jetzt? Ich komme jetzt gar nicht mehr hier raus. Der Affe, der steht doch da. Hat der überhaupt ein Gesicht? Geh weg! Prost! Versuch mal, Freddy hinterher zu schleichen. Dann links abbiegen. Ich versuch's. Knubbel Freddy, du siehst mich nicht, du siehst mich einfach nicht. Jetzt werde ich, wenn er da lang geht, wieder Knubbel Freddy, geh da rein Knubbel Freddy, mach gleich die Tür zu, denn jetzt gehe ich
hier lang und werde... Scheiße, der dreht sich um. Scheiße, der kommt hier lang. Und jetzt werde ich nämlich hier mich umgucken, schnell. Weil Knubbel Freddy ist ja woanders. Ob wir hier noch was vergessen haben. Ich darf nur nichts berühren hier, ey. Dann der hört nämlich alles, der Drecksack. Verdammter Mistkerl. Wir haben noch einen großen Schluck Mut, ja. Denn Mut tut mir gut. So, jetzt schaue ich nochmal hier. Was ist das denn? Das hat er gehört, hundertprozentig hat er das gehört, hundertprozentig. Hier kann ich nichts machen, außer den Knopf drücken. Aber da passiert nichts, oder? Nein, ich kann nichts machen. Hier kann ich auch nichts tun. Wo ist der? Wo ist Knubbel Freddy? Knubbel Freddy. Knubbel Freddy. Knubbel Freddy. Wo ist der? Fuck, wo ist der? Fuck, wo ist der? Der ist ganz nah gewesen, aber wo ist der? Scheiße. Scheiße, fuck, wo ist der? Ich versuche mal hier außen rum zu gehen. Freddy? Freddy! Mein Gott, geh mir nicht auf den Sack mit deinen Scheiß-Pisslings, du kleines Misskind, Alter. Geh sterben! Dummes Gefick. Meine Fresse, Alter. Bist du ein kleines Pissblaf? Mach's gut, Freddy. Ciao. Entschuldigung, das musste gerade mal raus. Tut mir leid. Mein Gott, ey. Diese dämlichen Pisskinder mit ihren scheiß Linksposterei. Wenn ihr keine, wenn ihr so schlecht seid mit YouTube oder so, ey, dann macht doch Werbung bei euch selber irgendwo auf Facebook-Seite oder sowas, ey. Mein Gott, dass man schon um Abos betteln muss, ist schon traurig. Wahrscheinlich so eine fette Hornbrille, so ein Pickel auf der Nase, ey, und so einen kleinen Penis. Ist unglaublich. Meine Güte. Ja, willkommen zu Let's Play Live, schon alle neuen Zuschauer. Ja, leider... Ist es nun mal so hier. Kann ich leider nicht ändern. Ja. Ja. Ich brauche ganz viel Klopapier nach dem Stream. Ganz viel Klopapier. So, Folge 172 heute. Let's Play Live Show. Ich komme nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Da fehlt ja nur die Brille, Flex. Ja, das stimmt. Also auf dem Klo fehlt mir die Brille. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe keinen blassen Schimmer, ehrlich. Also unten auf jeden Fall bei dem Typen ist nichts. Das wissen wir jetzt. Jetzt möchte ich nochmal da unten schauen, mal eben. Stoney. Paddy, willkommen. Paddy, willkommen zur Let's Play Live Show. Hi and welcome, Paddy. To the Let's Play Live Show every Friday and Saturday. My English is not very good. My German is not much better. Will ich wissen, was da ist? Glaube nicht.
Keine Ahnung, bin ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich, finde jemanden, der den Sicherheitscode weiß. Ey, wo soll ich ihn das wissen? Wo soll ich den finden? Meine Güte, den Scheiß. So. Ich habe keinen blassen Schimmer, bin ich ganz ehrlich. Ich, Oder raus? Nee, raus kann er nicht sein, ne? Nee.